Was für eine Kassette? Ach so. Ach so. Wo ist er denn diesmal? Also sie sind ganz in der Nähe. Ich erzähl dir mal was über diesen Keyboards und die ganzen anderen Universitätsfuzis. Die sind ja so schlau. Meinen sie jedenfalls von sich. Also, ich hab dem Typ letzte Woche ein paar Drinks eingeflößt. Und auf einmal erzählt er mir, der Schlüsselcode zu seinem Büro wäre das Datum des Australia Day. Also gehe ich jetzt jede Woche ganz vorsichtig rein und nehme mir ein paar Piepen aus der Kasse. Der Australier kriegt das nicht mit und ich sag's ihm bestimmt nicht. Er hat echt eine Menge verrücktes Zeug da drin. Vielleicht, na, vielleicht werde ich eines Tages gieriger. Also, jetzt fängt's an, hört auf, den armen Big Daddy zu brummeln, zum, ihr wisst schon was zu kriegen, bringen. Oh, bitte lass mich nicht den Daddy berührt haben. Eigentlich muss man das gerade nutzen. Mal laden. Laden. Oh. Der ist durch den Boden ge- ja, sehr geil. Tja, das war gerade der erste richtige extreme Bug, den ich hier entdeckt habe. Bitte. Ich hab die Kleine, die heute in den Laden gekommen ist, nicht erkannt. Hatte eine Mordsoberweite und war ganz schön aufgedonnert. Sie lässt sich nicht in die Karten gucken, aber man muss nicht studiert haben, um zu erkennen, dass sie irgendwas im Schilde führt. Sie hat nach Magnetverschlüssen und solchem Zeug gefragt. Ich habe einen auf schwer von Begriff gemacht, aber sie hat mich durchschaut. Nachdem sie mich dann vernascht hat, habe ich ihr die Wegbeschreibung zu Keyboards und den Werkstätten gegeben. Rapture ist wohl nicht mehr zu retten, aber manchmal ist die große Kette noch ganz gut zu gebrauchen. Okay. Tja. Ich hab doch gerade eine Kleine gehört. Tja, brauche ich alles nicht.
Telekinese war ja eigentlich gar nicht so schlecht. Warum nicht? Warum hast du... Das muss ich jetzt nicht verstehen, warum du jetzt hier eine Spritze reingejagt hast, oder? Pepriegel. Ach ja. Was denn? Wir nehmen da unten, oder was? Der Pennschalter ist hier drüben, jawohl! Nicht selbst um diesen Scheiß kümmern. Weil Mr. Ryan Wichtigeres zu tun hat, als für Loyalität in seinen Reihen zu sorgen. Bestell von Payne schöne Grüße, du dreckige Ratte. Nett. Warum? Muss ich jetzt aber nicht verstehen, warum das jetzt gerade war, oder? Ach ne. Ich verstehe gerade nicht, warum es einen Kurzschluss hatte. Das ergibt irgendwie keinen Sinn. Ich hätte doch gar nichts gedrückt. Ach ja. Ach ja. Überall diese MG-Patronen. Was soll ich noch damit? Ein Mann baut eine Stadt auf dem Meeresgrund. Das ist ein Wunderwerk. Ein anderer Mann ist zufällig an Bord eines Flugzeugs, welches genau über dieser unterseeischen Stadt abstürzt. Und das, das ist wahrlich das viel größere Wunder. Ganz Unrecht hat er ja nicht. Ich bin ja sowieso noch nicht so wirklich davon überzeugt, dass das Zufall war. Ich glaube ja eher, dass das alles geplant war und dass mich hier irgendjemand hinlocken wollte. Und meine Vermutung fällt aktuell auf Atlas. Weil das ist mehr als nur ein Zufall, dass der jetzt plötzlich mich als Partner in Anführungsstrichen hat. Ich traue der Sache da nicht so wirklich. Aber mal gucken. Vielleicht irre ich mich ja auch. Kann ja sein. Ah. Kriege ich noch ein... Ah, da ist ja eins. Ach ja, manchmal bin ich ein bisschen blind. Aber nur ein bisschen. Die andere Richtung ja auch noch nicht. Da ist es ja. Nochmal in die andere Richtung? Ah, sehr schön.
Ach so, hier war ich ja. Hab ich ja den Daddy umgebracht. Es dürfte eigentlich sowieso noch einer, ja. Sehr schön. Ich möchte zumindest nicht so viel nachmachen. Was klickt hier eigentlich so seltsam? Was liegt da unten nochmal? Schade. Also keine Ahnung, wer hier leben möchte. Hier ist alles kaputt und... Interessant. Ah ne, ich verarsche dich, Maschine. Jawohl. Ha. Wie die mal stöhnen. Da war ich schon. Jawohl. War es bei dem Werkraum? Das Versteck? Nee. Oder? Das war ja nicht hier, oder? Also, zu langsam reicht's aber auch, ne? Seltsam. Leiche, die ich einführen kann. Ergibt eigentlich keinen Sinn. Doch, das war doch hier. Aber mir fehlt noch was, oder? Jo, von diesem Draht. Die Parasiten wollen sich hier einnisten. Ich will dahin. Ich weiß nicht wie.